Hallo und herzlich willkommen auf der Kräuterhexe. Heute zeige ich euch ein Rezept, das den Haarwuchs anregt und die Haarwurzel unterstützt. Das Rezept beinhaltet vor allem drei wichtige Hauptzutaten: Rosmarinöl, Rizinusöl und fraktioniertes Kokosöl. In einem ersten Teil des Videos erkläre ich euch die Grundzutaten und in einem zweiten Teil zeige ich euch das Rezept. Rosmarinöl kann gegen Haarausfall helfen und mehrere wissenschaftliche Studien unterstützen diese Behauptung. Es wirkt vor allem entzündungshemmend und reduziert daher Entzündungen auf der Kopfhaut, fördert die Durchblutung der Kopfhaut und wirkt gegen hormonelle Effekte, die Haarausfall verursachen können. Die positive Wirkung von Rizinusöl, insbesondere die entzündungshemmenden Eigenschaften der Rizinolsäure und seine antimikrobiellen Eigenschaften, die Infektionen der Kopfhaut entgegenwirken, ist wissenschaftlich belegt. Ähnliche Eigenschaften hat auch das fraktionierte Kokosöl, welches durch einen Destillierungsprozess gewonnen wird und immer flüssig ist. Darüber hinaus kann es helfen, das Haar zu stärken und vor Schäden durch Styling, Umwelteinflüssen und Chemikalien zu schützen. Wichtig an dieser Stelle ist auch, dass es sich hier um ein Hausmittel handelt und um kein medizinisches Produkt. Solltet ihr also viele kahle Stellen haben, geht bitte zu eurem Arzt und lasst euch dort medizinisch beraten. Und weiter geht es mit dem Rezept zu unserem Rosmarinöl gegen Haarausfall. In der Beschriftungsbox unter dem Video findet ihr die Produkte, die ich in dem Video verwendet habe, verlinkt sowie noch weitere Infos über Rosmarin. In einem ersten Schritt gehen wir in den Garten und holen frischen Rosmarin. Danach machen wir einen warmen Ölauszug. Dafür schneide ich den Rosmarin und gebe ihn in ein Wasserbad mit dem fraktionierten Kokosöl im Verhältnis 1 zu 10. Das lässt ihr dann auf kleinster Stufe auf euren Herd ca. 2 Stunden ziehen. Eure Küche wird herrlich nach Rosmarin duften. In der Zwischenzeit füllt ihr 40 ml Rizinusöl in eine Pipettenflasche für 100 ml. Danach seiht ihr den Ölansatz ab und fügt weitere 40 ml Rosmarinöl dazu. Darüber hinaus gebt ihr noch 8 Tropfen des ätherischen Rosmarinöls dazu. Alles gut durchschütteln und fertig ist es. Am besten massiert ihr das Öl ca. 3-mal pro Woche in die Kopfhaut vor dem Schlafengehen ein. Es hat eine Haltbarkeit von ca. 2 Monaten. Ja, meine Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich aufs nächste Mal.